Ah, okay. Da schreitet sie davon. Okay, dann geht's mal weiter auf Route 6. Oh, gleich der nächste Trainer. Ich werde mal kurz meine Items nutzen, die ich im Beutel habe. Mal das Team heilen. Ein paar Beleber und ein paar Tränke habe ich noch. Können wir nutzen. Nutzen, was wir haben. Auf der Route kriegen wir ja noch ein bisschen. Wir kriegen ja noch ein bisschen Geld dazu, dann können wir es für die Tränke ausgeben. Sehr gut. Okay. Wie sieht es um die Levels aus? Rufus Level 25, der muss trainiert werden. Blackie wird sie wahrscheinlich bald entwickeln. Hoffe ich zumindest. Gut, weiter geht's. Fliegerkarten wollen wir uns auch irgendwann anschauen. Aber jetzt erstmal hier im Kampf gegen den Trainer auf dieser Route. Eine super süßen Pokémon fallen, meinst deinen Pokémon spielen? Okay. Schönheit Niam fordert dich heraus. Okay. Pipi. Na denn, was hat sie so für Pokémon? Wie viele Pokémon hat sie? Zeig her, zwei. Na, das kriegen wir doch hin. Pipi können wir doch bestimmt mit, ja, Katapult zum Beispiel besiegen. In den Gesteinsattacken. Können wir mal versuchen. Ja, gibt effektiveres, aber hat schon was gemacht. Mega sauber. Okay. Stimmt, das kann sich ja selbst heilen. Das ist ja scheiße. Na komm, Antikraft. Das soll doch bitte ordentlich reinhauen. Naja, und zwar ordentlich reinhauen, habe ich mir was anderes vorgestellt, aber ja. Geht klar. Okay, ich kann auch Gesteinsattacken. Sollten wir vielleicht mal mit Feuer kommen. Na komm, mach's kaputt. Ja, das bringt schon was. Das ist ordentlich. Charmbolzen von Pipi wirkt. Rufus hat sich verliebt. Liebe auf den vierten oder fünften Blick. Ja, gut. Na komm, halt's durch, Rufus. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Nitro-Ladung. Nice. Pipi besiegt. Rufus rennt heulend vom Spielbrett. Spielbrett vom Spielfeld. Plus 1 Level. So, weiterkämpfen. Pixie. Na komm, das kriegen wir auch noch hin. Pipi, Pixie. Nitro-Ladung. Na komm. Dann lass es was bringen. Ja, hab ich effektiveres gesehen, aber nicht schlecht. Setzt Bohrschnabel ein. Oha. Okay. Das hätte aus. Hätte locker durch. Antike Kraft. Vielleicht bringt das was. Na komm. Das bringt erstaunlich wenig. Ist das Metronom oder was? Sonnentag ist fehlgeschlagen. Die Sonne scheint schon. Dann mal weiterhin Nitro-Ladung einsetzen. Das war bisher das Effektivste. In diesem Typ. In Pixie und Pipi. Metronom. Setzt Zeitenlärm ein. Ja. So ungefähr. Rufus besiegt. Nein. Na komm. Ja, Metronom ist so die Attacke. Die Wundertüte unter den Attacken. Da kann halt auch Platscher rauskommen. Also dass jetzt da Zeitenlärm oder irgendeine legendären Energieattacke rauskommt, ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber können schon stärkere Attacken passieren. Das ist jetzt nicht unmöglich. Und dann kommen wir jetzt durch. Nadelrakete in den Lern verfehlt, sehr gut. Das läuft doch besser. Na komm, ja, nice. Neue Erfahrungspunkte für Minilein, die schon entwickelt ist. Die braucht Erfahrungspunkte. Level 27. Wer siegt? Dein Pokémon sind so stark, dass du dich bestimmt nirgends fürchten musst. Du nimmst 2800 Pokémon-Dollar und kriegst dich gleich aus dem Kampf gegen
die Schönheit hervor. Ja, das sind jetzt nur die ersten paar. Und da brauchst du eigentlich noch gar keine Angst vor haben. Das ist also, du kratzt ja hier nur mal an der Oberfläche. Das ist jetzt eigentlich meine stärksten Pokémon, habe ich noch gar nicht eingesetzt. Also. Soweit, ja. Diktri! Das Pokémon mag ich ja. Am Team wollen wir es nicht haben. Nicht in diesem Spiel. In der ersten Generation und in der, also von der ersten bis zur vierten Generation würde ich den gerne mit ins Team nehmen. Also in der vierten Generation, ja, kann das ein starkes Teammitglied sein, das gerne mit im Team haben will. Ja. Da kann man es wirklich mit reinnehmen, aber hier in der achten Generation setze ich auf andere Typen. Auf andere Leute im Team. Flucht gescheitert, was? Gibt's doch nicht. Ein Volltreffer. Ja, wenn das ein Volltreffer war, hätte ich mich auch entkommen lassen. Na, was haben wir hier? Ein Iguana. Auch ein Elektro-Pokémon, aber nein. Nein, danke. Einmal Flucht. Sehr schön. Hier hoch. Gibt es da was zu sehen? Da oben gibt es ein Item. Gibt es was zum Angeln? Na. Und was beißt da an? Ein Carpador. Jo, ein Carpador. Was sonst? Carpador wild erscheint. Los, Rufus. Dann machen wir uns einen Fisch zum Abendessen. Flucht. Was? Der Carpador lässt uns nicht fliehen. Das gibt's hier nicht. Das ist ja hier. Das ist ja wohl ein Witz. Dann sind wir wieder runtergeklettert. Leitern in der Wildnis. Oh, wen haben wir denn hier? Ein Makamba. Ja. Okay, ich würde sagen, sechste Generation. Wenn ich raten darf, ich rate da nur gerne. Diktri ist ganz klar erste Generation. Oder zweite. Gibt's den schon seit der ersten? Bin mir da gar nicht sicher. Ich meine, ihn schon im Pokémon Gelb gesehen zu haben. Na komm. Flieh, du Narr. Flucht gescheitert. Nein. Dampfwalze. Sie haben Rufus getötet. Ihre Schweine. Flucht. Ich müsste ein Pokémon. Vielleicht nenne ich Pikachu einfach Kenny. Einfach just for fun. Pikachu Kenny nennen. Ihr habt Kenny getötet. Ihre Schweine. Na, da haben wir noch so ein Ding. Was bist du denn? Ein Makabaya. Ja, schön und gut. Muss man nicht haben. Und komm, ich fliege hier die ganze Zeit nur. Das ist, ja, ist nicht nötig. Da Lebenszeit zu verschwenden. Wo sind wir gleich in der nächsten Stadt oder was? Ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist etwas, was mich ausmacht. Model Janet fordert dich heraus. Model Janet setzt Pion Scora ein. Los, Mii, du schaffst das. Glaube ich eher nicht, aber ich würde es mal wechseln. Ich würde mal hier Pokémon und Pion Scora. Da könnte vielleicht Prof was gegen machen, aber Blech kann auch mal kämpfen. Oder ganz cool, ich bin mir gar nicht sicher, dann nehme ich hier Mordi, mein Feuer-Pokémon. Das ist, glaube ich, dagegen am besten gewappnet. Kann man meinen Starter mal wieder kämpfen lassen. Kaunwetzer. Ja. Okay. Sehr effektiv. Feuersäulen. Tun wir es uns an. Den Wüste ein paar Feuersäulen aus dem Boden lassen. Ja, Pion Scora besiegt. Das ging schnell.
Erfahrungspunkte für alle, bis auf Rufus, Mond auf Level 30, Kopfnuss. Ja, gut, Kopfnuss ist jetzt nicht die Attacke, die man unbedingt haben will. Und besser als Glut ist auf jeden Fall. Na komm, Glut vergessen. 1, 2 und schwupp. Mordes hat Glut vergessen, Kopfnuss erlernt. Miladilantri. Weiter kämpfen. Was ist das für ein Pokémon? So ein Pokémon ist das. Da versuche ich mal Doppelkick. Könnte es da klingen? Ja, das bringt es. Das ging ja zackig. Sehr blitzschnell besiegt. Na komm, Prof, neues Level. Denke noch nicht. Ich muss mal für meine Kamera einen neuen Akku besorgen. Das gibt's doch nicht. Ist heute Pokémon-Schwertaufnahme wieder wählen. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht, mein Pokémon sind und bleiben toll. Du gewinnst 3600 Pokémon-Dollar und gehst die Kraft im Kampf gegen das Model hervor. Das gibt es doch heute nicht. Ja, hier kommt gleich der nächste Trainer. Ich kletter hier mal kurz runter. Naja, eine hübsche Kletteranimation ist das jetzt nicht, aber huha. Okay, dann gibt es gleich den nächsten Trainer. Nee, lass mal lieber. Ich würde gern ins nächste Dorf, in die nächste Stadt, aber ja gut, vielleicht eins nach dem anderen. Ich besiege hier erstmal die Trainer. Machen wir mal. Ich muss mein Team trainieren. Ach, das schon wieder. Iguana. Ist das die Weiterentwicklung von Emolga, oder? Ich glaube nicht, oder? Ist zu unähnlich. Vom Namen her könnte es passen. Bartkranz. Oh. Ja, da war jetzt gerade die Frage, welcher. Wer mich jetzt erst herausfordert, die Pokémon oder der Trainer? Die Trainerin war es. Ich bin von weit her angereist, um mir die Arena-Challenge live anzugucken. Und wo du gerade hier bist, könnte ich mal einen Arena-Challenge aus der Nähe ansehen. Backpackerin Jana fordert dich heraus. Backpackerin Jana setzt Karadonis ein. Oha, von dem Pokémon habe ich Respekt. Das ist schon heftig. Oha, wieder zurück zu Mordi. Na komm, Erfahrungspunkt für das Team. Wir brauchen Teamtraining. Fußtritt. Oha, heißt durch, Mordev. Nein, was ist mit dir los? Und dann kommt Doppelkick. Bringt das überhaupt was? Doppelkick gegen so ein Pokémon. Ist dann der Feuertag doch effektiver? Ich weiß nicht, was effektiv gegen so ein Pokémon ist. Ich weiß es nicht. Doppelkick anscheinend nicht. Ich bin scheinbar ziemlich anfällig drauf. Doppelkick kann er auch. Bringt bei ihm mehr. Mordes besiegt. Hauwei. Wer könnte da was bringen? Boah, vielleicht Wasser. Gibt Wasser. Könnte das was anstellen. Aquaknarre, ich versuch's einfach mal. Fußtritt. Oha, hält's doch durch. Verdammt. Typhunk, okay. Oh nein, wir können doch jetzt nicht gegen den Typen hier auf der Route verlieren. Das kann es doch nicht sein. Pflücker. Dann kommt der Doppelkick, halt durch. Okay. Das geht ja noch. Zweimal getroffen, was sonst? Pflücker. Okay, das bringt's. Blacky. Kämpfer, Kämpfer tapfer. Du kriegst das hin. Na komm. Doppelkick. Ah, das ist. Ja, huha. Ein KP noch. Das wird eine knappe Nummer. Einmal ein Item. Super Tank. Blacky. Na komm. Hält er durch. Du brauchst die Erfahrungspunkte.
Na komm. Damit geht's. Durchhalten, habe ich gesagt. Das ist dein Befehl. Oh, weil ja. Wenn jetzt Doppelkick nochmal einsetzt, dann bin ich geliefert. Oha. Ein Hyperdrink haben wir zufällig nicht dabei. Nochmal Superdrink. Jetzt hält mich das dann ganz auf. Das müssen wir es einstecken kann. Fußtritt. Oh weia. Das läuft gerade mies. Darf ich noch einmal einsetzen? Darf ich noch mal angreifen? Wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt. Was ist das für ein starker Gegner? Na komm. Vor allem Blicky will ich jetzt hier trainieren. Immer beleben. Ich verschenke hier alle meine Beleber und Tränke, aber Training ist es wert. Beleber. Pikachu schalte durch. Doppelkick. Wir werden das wohl doch besiegen können. Statik wirkt paralysiert, das ist gut. Pika Pika. Ach, wie süß. Minlein. Vielleicht kannst du den letzten Schlag machen. Und du wirst sofort. Kannst du ihn mixen oder wirst du sofort zerschlagen. Kannst ihn mixen. Sehr gut. Den entscheidenden Schlag. Erfahrungspunkt für die zwei. Sehr gut. Neue Levels. Synthese. Für die KP des Anwenders auf. Okay. Ja, den Gesang würde ich jetzt nicht tauschen. Lassen wir's. Ne, muss jetzt nicht sein. Blick ja recht Level 30. Jana besiegt. Du warst noch nie so dicht dran am Geschehen. Du gewinnst 4464. Guck mal, da bringt jetzt die Kraft aus dem Kampf gegen Jana hervor. Gut. Dann hier mal hoch. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist das glaube ich auch, ist glaube ich gleich Partlänge erreicht. Dann müsste ich mal Schaufler, oh, das ist eine gute Attacke, die kann man gebrauchen. Ist ein Trainer? Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Aus irgendeinem Grund besteht die Fossilie, die mein Mann guten Ghana findet, entweder aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in ein Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir hierfür mehr darüber, wie Fusion von Pokémon funktioniert. Aha, okay. Hier gibt es noch ein bisschen Pokémon-Camping. Ja, gut. Im nächsten Part kommen wir wahrscheinlich mal in der nächsten City an und wagen uns auch bald nächste Herausforderung. Ja, hier ist gleich der nächste Trainer. Weiter geht's. Gleich der nächste Trainer hier auf der Route. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Aha. Okay, Künstler Marvin fordert dich heraus. Alles klar. Künstler Marvin setzt Mogon ein. Aha. Es ist so nicht. Mal was ganz Neues hier in der Wüste. So, Nilein gegen Smogon. Ich weiß ja nicht. Turbo Dreher vielleicht. Wir können es mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Aber ein bisschen was wird schon bringen. Jo. So schaut's aus. Das bringt ja nicht so viel. Der hat da was getöpfert in der Hand. Ach du Scheiße, stimmt ja, mein Team ist relativ am Arsch. Da müssen wir wohl dringend mal in die nächste Stadt kommen. Und ins nächste Pokémon-Center.
Der hat da wirklich was getöpfert in der Hand. Oder was skulptiert. Eine Skulptur hat der in der Hand. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob das aus Ton ist oder so. Aber es scheint mir fast so. Ein Supertrank. Oh, wir haben noch zwei Beleber. Oh wei. Und geht langsam zu einer Neige. Die Medizin, die Heilungsmedizin. Ja, was sonst? Heilungsmedizin. Ja. Turbodreher nochmal. Bringt nicht viel, aber ein bisschen was tut's ja. Und Smogmog hat jetzt noch nicht so viel eingesetzt. Smogon, sorry. Hat jetzt noch nicht so viel Schaden angerichtet. Hat verfehlt. Was? Da ist die ganze Zeit nur Rauchwolke ein. Ja gut. Ich tausche trotzdem mal das Pokémon. Rufus, du bist dran. Na komm, Attacke. Damit zumindest Ninilein und Finale. Was? Was für eine feige Attacke. Oh, aber Rufus hat's ausgehalten. Smogon nicht. Ja, damit wenigstens Rufus, Ninilein und Blacky Erfahrungspunkte kriegen. Ist doch die Hälfte des Teams, das ist doch was wert. Mogelbaum. Na, den kriegen wir noch besiegt. Nicht mit Feuer, aber mit der letzten AP von Antike Kraft. Na komm. Okay, das war nicht so effektiv. Haben wir die letzte AP von Antike Kraft sonst verschwendet. Und Rufus auch verschwendet. Oh wei. Ninlein. Pflanze gegen was auch immer. Ist scheinbar keine Pflanze. Grasmix ist sehr effektiv. Okay, dann ist es garantiert keine Pflanze. Ja, so geht's auch. Steinhagel. Oha, halt durch. Halt durch, Ninilein. Halte durch. Rasierblatt. Naja, der ist eh schon fast besiegt. Steinhagel, was? Wie kann der zweimal nacheinander einsetzen? Nein! Verdammt! Steinhagel, Rasierblatt, na komm. Halleluja. So, Mogelbaum besiegt. Du mogelst niemanden mehr an. Marvin wurde besiegt. Mein Name ist Marvin. Oder wie war das? Ich heiße Marvin. Mein Name ist Marvin. Meme-Kultur. Ich heiße Marvin. Du gewinnst 1984 Pokémon dann und gehst die kräftigsten Kampf gegen Marvin hervor. Jo, und weiter geht's. Ab dem nächsten Start. Wir brauchen Heilung für das Team. Jo, da wären wir. Die nächste Stadt, die Wüstenstadt hier. Ein Klarer. Ein Bronze. Ein Bronzong. So, hier mal ganz schnell rein. Das haben wir mal dringend nötig. Hier mal Teamheilung. Und gleich mal neue Items kaufen. Zur Not müssen wir auf die Klamotten verzichten. Items sind jetzt hier erstmal das Wichtigste. Und der Namensbewerter. Jo, muss einfach mal sein. Alles klar, von nun an heißt das Pokémon Kenny. Einfach just for fun. Nein. Das wird ein Running Gag. Das ist einfach, ja. Ich habe ein Gefühl, das wird ein Running Gag. Mit dem Kenny. Irgendwas sagt mir das. Also, ich weiß es nicht, aber könnte sein. Okay, da vielleicht nur drei davon. Ich rüste mal erstmal auf 10 auf. Das reicht erstmal fürs erste auf 10 halten. Das reicht für einen Ligakampf. Aber wir haben auch kein Geld mehr. Vielleicht können wir was verkaufen. Ja, für Klamotten reicht das nicht. Was ist denn hier was wert? Was haben wir denn hier, was irgendwas wert sein könnte? Levelball kann man nicht verkaufen. Puppe ist auch nichts wert. Tja. Dynamax Bonbon. Granitstein, Federn. Absolut nichts wert.
Schlaubrille wäre was wert. Superschutz. Mir bringt nichts irgendwas. Die KP wollen wir behalten. Die Sachen wollen wir behalten. Hier am ehesten. Schlaubrille. Ja, die können wir verkaufen. Hazebrocken. Können wir auch verkaufen. Ja, die Federn bringen nicht viel. Granitstein. Ja. Griffklaue. Da haben wir ein paar tausend wieder. Muschelglocke. Ja, was soll es. Ewigstein brauchen wir auch nicht mehr. Ja, Plateauschuhe. Naja, von mir aus behalten wir es erstmal. 10.000, das reicht nicht fürs Einkaufen, aber ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, wenn euch nach oben soll es euch gefallen haben, lasst den Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.